Seite, Schmiedi geht erst weg in die Tiefe, kommt dann den Ball rein. Ruhig und sachlich geht er es an. Sven Hübscher. Vergangene Woche trainierte er noch die B-Jugend, seit Montag die U23 eine Nummer größer. Ja, es kam schon überraschend für mich, aber ich habe die Situation dann so angenommen, wie sie ist. Und das ist für mich halt auch eine Riesenmöglichkeit und von daher gehe ich die Aufgabe mit sehr viel Spaß an. Die 2:4-Pleite am vergangenen Wochenende gegen Münster kostete bereits nach 85 Tagen Oliver Zapel den Job. Werders Nachwuchsmannschaft ist in der dritten Liga inzwischen seit 19 Spielen sieglos, Vorletzter mit 5 Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Ja, das Selbstvertrauen ist natürlich nicht das Größte, aber da liegt es jetzt an mir als Trainer, dieses Selbstvertrauen wieder zu fördern und den Jungs den Glauben an sich selber und an die Mannschaft zu geben. Erfahrung hat der 39-jährige Fußballlehrer. 3 Jahre lang war er Co-Trainer bei der Schalker Bundesliga-Mannschaft. Im Leistungszentrum bin ich groß geworden als Jugendtrainer, habe dann die Möglichkeit gehabt, lange mit den Profis zu arbeiten. Und das ist jetzt für mich die Verbindung zwischen den beiden Jobs. Nach Kohfeldt, Votava und Zapel ist Hübscher der 4. U23-Trainer in dieser Saison. Premiere am Sonntag beim Tabellendritten in Wiesbaden. Sondern wieder öffnen.